Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play History mit mir, dem Jan, und wir spielen weiter Unity of Command 2. Weiter geht es in Italien, im Italien-Feldzug der Westalliierten. Wir haben die Operation Avalanche erfolgreich abgeschlossen und werden jetzt hoffentlich über die Volturno-Linie vorstoßen. Wir haben ja im letzten Szenario hier die Gustav-Linie an der Westküste durchbrochen. Ich bin mal gespannt, welchen Einfluss das jetzt auf das nächste Szenario haben wird. Hier im Osten haben wir das Zusatzziel leider nicht erreicht. Ja, das konnten wir zeitlich einfach nicht mehr schaffen in den 8 Runden. Dieses Mal sind Pescara und nochmals die Gustav-Linie. Interessant. War die so tief gestaffelt? Aber also, ja, das Konzept ist mir noch nicht ganz transparent. Muss ich vielleicht nochmal in die neuere Version des Handbuchs reinschauen, welchen Effekt das denn wirklich hat. Oder ob man tatsächlich beide hätte haben müssen, damit es einen Effekt hat, bin ich mir jetzt nicht absolut sicher. Schauen wir uns das Szenario an. Volturno-Linie, 9. Oktober 43. Die Deutschen haben eine stabile Front vom Tyrrhenischen Meer bis zur Adria eingerichtet. Diese Linie, die Volturno-Linie genannt, ist die erste von vielen vorbereiteten Verteidigungslinien, die die Alliierten auf ihrem Vormarsch nach Norden überwinden müssen. In Verbindung mit dem sich stetig verschlechternden Wetter ähnelt der Feldzug in Italien immer mehr den Kämpfen des Ersten Weltkriegs. Schauen wir mal rein. Und Robschrop meint, ich müsste jetzt mit der Gustav-Linie starten. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe doch, dass es so ist. So, das Szenario lädt und lädt. Und da sind wir. Tatsächlich, haltet den Brückenkopf. Da steht eine Einheit von uns drin, wo die Gustav-Linie war. So, Szenarioübersicht. AFHQ meldet. Die Deutschen haben mit der Einrichtung von Verteidigungslinien entlang der Straße nach Norditalien begonnen. Sie dürfen nicht viel... bin echt durch. Sie dürfen nicht die Zeit haben, ihre Stellung zu verstärken. Das wird nicht leicht, da der Herbst vor der Tür steht und damit jede Menge Schlamm und Matsch. Das ist nicht mehr das sonnige Italien der letzten Monate. Gut, wir werden fortfahren und uns die Ziele anschauen. Also, wir haben hier Carigliano unter Kontrolle. Das hängt, es ist ein primäres Ziel, eins von dreien. Das hängt wohl damit zusammen, dass wir hier in der letzten Mission die Gustav-Linie genommen haben, erobert haben. Wir sehen hier Einheiten und wir sollen den Brückenkopf halten. Okay, auch das, also das Erobern haben wir schon abgeschlossen entsprechend. Wir sollen ihn aber auch über das ganze Szenario verteidigen. Was ein bisschen schwierig werden könnte, hier steht eine eindrucksvolle deutsche Panzerdivision. Zum Glück keine Elite-Division, die haben wir hier drüben. Aber immerhin. So, außerdem sollen wir Sangro hier drüben und Rapido einnehmen hier. Okay, beide werden von Panzerdivisionen verteidigt. Rapido liegt hier direkt vor Cassino. Dieses Mal auch deutsche Fallschirmjäger in Verteidigungsstellung, sowohl in Cassino als auch in Monte Cassino. War ja auch historisch, wie gesagt, sehr stark umkämpft und gut verteidigt hier. Und dann, ja, hier drüben müssen wir mal gucken. Da haben wir wieder das Problem mit den Brücken. Dann haben wir noch Bonusziele. Abgesehen vom Brückenkopf. Pescara. Aha, ganz hier oben. Das würde uns einen Bonus geben in der nächsten Mission, beziehungsweise im nächsten Szenario, dass wir also auch wie hier gewissermaßen etwas vorgeschobener ins Szenario starten, vermutlich. Sollen wir auch bis Runde 5 erobern. Wie gesagt, das Szenario dauert auch nur 5 Runden. Und Campobasso bringt uns Unterstützungsbataillone. Das sollen wir direkt in der ersten Runde erobern, wird hier von den Panzergrenadieren gehalten. Wir haben jetzt noch 3 LKWs, die wir einsetzen können. Gucken wir uns überhaupt das Versorgungsnetzwerk mal an. Oha, hier ist die Brücke zerstört. Das ist natürlich ganz problematisch. Die müssen wir schnell reparieren.
Die müssen wir schnell reparieren und wir müssen auch. Wo werden wir die LKWs brauchen? Ich vermute hier im Zentrum. Ja, im Zentrum und vielleicht hierüber, wobei hier folgen wir auch den Eisenbahnlinien. Ich glaube, so wichtig sind die LKWs in diesem Szenario ehrlich gesagt gar nicht. Hier ist schon einer. Ja, also ich würde mal sagen, wir setzen einen hier drüben ein. Der kann da nicht hochliefern, genau, weil natürlich hier die Brücke zerstört ist. Wenn sie wieder da wäre, wären die beiden Felder sowieso versorgt. Aber dann haben wir hier so ein bisschen Abdeckung fürs Zentrum mit. Reicht uns einer? Ja, ich würde sagen, einer reicht an der Stelle. Dasselbe machen wir da drüben. Und dann haben wir noch einen über. Da können wir uns dann im Laufe der Mission nochmal überlegen, was wir damit machen. Ja, wir haben 270 Prestige, was ziemlich ordentlich ist, wie ich finde. Und ich denke, ja, die sind natürlich out of range hier oben. Das ist ärgerlich. Aber wir werden auf jeden Fall dort mal die Einheit verstärken. Was ist überhaupt? Das ist eine britische Einheit, aber die ist weiterhin, ach ja, die 56. weiterhin dem amerikanischen Hauptquartier untergeordnet. Tja, dass die hier out of range sind, ist natürlich besonders bitter. Hat nur noch einen amerikanischen Verstärkungspunkt, vielleicht für die 45. Division. Da können wir sogar noch mehr reintun. Ja, komm, dann machen wir das doch. Die sind jetzt zu Veteranen abgesunken. Hier ein Kaufen würde das, glaube ich, verhindern. Würde aber halt Prestige kosten. Warte mal, dann machen wir das vielleicht rückgängig. Nochmal eben gucken, auf welcher. Die waren sowieso regulär. 190. Ups. Ich glaube, bei denen ist das okay. Hier bin ich bereit, Prestigepunkte auszugeben. Genau, die bleiben dann Veteranen, seht ihr. Die haben jetzt 5 Punkte. Und wir haben noch einen ganzen Haufen an Unterstützungsbataillonen. 201. Guards Motorized Brigade. Elite. Allerdings out of range. Völlig ganz weit weg hier von ihrem Hauptquartier. Neuseeländische Panzer sind eingetroffen mit Maoris. Die kennen wir, glaube ich, auch schon aus Afrika. Wir könnten ihnen einmal kostenlos Kommandos zuweisen. Nee, wir gehen mal direkt mit einer weiteren Panzerstufe. Was ist denn das mit euch hier? Veteranen. Dann werden wir... Britischer. Was sind das hier? Kanadische. Wir haben die Punkte. Müssen wir die? Brauchen wir die für irgendwas anderes? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir gehen hier mal voll rein und verstärken alle Divisionen, die wir verstärken können. Ein bisschen müssen wir uns aufsparen, natürlich für diese beiden, vor allem, die da in der ersten Reihe stehen. Selbst die hier können wir nochmal weiter verstärken. Dann geben wir euch, denke ich, auch mal Panzerabwehr mit. Tja, und hier sind natürlich auch diese Flüsse. Warte mal, die Einheit müsste auch verstärkt werden. Veteran. Geben wir einen normalen Step und einen erfahrenen, einen Elite-Step aus dem Allied Forces Headquarter. Reservenpool. Leider sind hier keine Pioniere mehr drin. Das wäre natürlich schön, wenn wir hier bei Flüssen kämpfen müssen. Dann gehen wir in die kostenlosen Kommandos. Sehr gut. Tja, jetzt haben wir noch Panzer.
Panzer. Die haben einmal Aufklärer. Ich würde sagen, wir geben ihnen Priest und Heavy Tanks. Wir lassen uns das jetzt richtig was kosten hier. Weil wir natürlich die starken Panzerverbände brauchen, um schnell hier hoch Richtung Sangro und Pescara zu kommen. Vielleicht, wenn wir hier Campo Basso freigeräumt haben, sollte das ja hier über diese Nebenstraße vielleicht gehen. Die Neuseeländer werde ich mal nicht weiter verstärken. Die Einheit kann ich nicht verstärken, weil sie nicht in der Kommandoreichweite ist. Ihr seid entsprechend... Ja, man könnte natürlich auch jetzt hier noch quasi Steps rausnehmen und die woanders hin verteilen. Das würde ja auch noch gehen. Habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, in der Aufstellungsphase das mal zu machen. Komm, wir geben euch nochmal einen Step, weil ihr da in der ersten Reihe seid. Ihr werdet ja sicherlich bald den Platz dieser angeschlagenen Division hier einnehmen müssen. Und wir haben jetzt noch 70 Punkte. Also eigentlich ist natürlich gut, Verstärkungseinheiten und so jetzt sofort zu bringen, wenn man denn kann. Artillerie haben die schon. Dann vielleicht doch nochmal für die Panzer. Für die Panzer. Die haben einmal Maoris dabei, also Special Forces. Dann geben wir denen nochmal Artillerie und Aufklärer. Aufklärer bringen ja auch ein bisschen was gegen Panzer, genau. Dann haben wir jetzt noch 25 Punkte und dabei belassen wir es, würde ich sagen. Oh, ich habe das wieder nicht bestätigt hier. Das ist natürlich unglücklich. Oder habe ich das gemacht? Nee, habe ich doch nicht gemacht, oder? Ne, 3 Punkte hatten wir doch am Anfang. Dann lass mich doch mal hier rein, da einen rein. Ja, fürs Zentrum. Oder? Ne, warte mal. Und den einen holen wir uns nochmal zurück. Also, nochmal. Also, einen möchte ich hier reingeben, genau. Da möchte ich keinen reingeben, das wird ja der da drüben wohl mit abdecken können. Stattdessen will ich hier welche reintun. Also bestätige ich das einmal, gucke mir nochmal ganz kurz die Situation an. Problem ist da, wie gesagt, die Brücke. Und diese Panzerdivision. Können wir es riskieren, hier einen LKW hinzustellen? Müssen wir das überhaupt tun da vorne? Nein, wir machen es hier. Und geben dem gleich 2. So, dann machen wir es so, dann haben wir das hinter uns und können jetzt endlich hier die Aufstellungsphase beenden. Nach diesem ja, langen administrativen Vorlauf können wir jetzt in die Schlacht starten. Schauen wir mal direkt, wie weit können denn die Neuseeländer. Bis dort könnten sie vorstoßen. Wir sollen aber natürlich Campo Basso in der ersten Runde nehmen. Und die Panzergrenadiere sind da ganz gut eingegraben. So, jetzt muss ich mir noch einmal angucken, wie war denn das mit dem geplanten Angriff? Eine feindliche Stellung systematisch anzugreifen, um ihre Position zu schwächen. Es gibt, glaube ich, sogar eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner sich zurückzieht. Wie wäre denn hier eigentlich ein normaler Angriff? Ne, das ist ja totaler Unsinn. Machen wir das mal mit der, weil die keine Panzerabwehr hat. Die haben aber welche. Tatsächlich, das hat den Gegner komplett rausgeworfen. Heißt, wir können jetzt über Campo Basso nach Norden vorrücken. Könnten sogar hierher. Was wäre denn, wenn wir gleich hier mal den Nachschub abschneiden würden? Kommt dann natürlich weiter von dort. Wir müssten also ganz langsam hier durch die Berge und den Wald vorrücken und
Dann könnten wir unter Umständen darüber kommen. Wir könnten aber tatsächlich direkt auf den Nachschub ziehen. Haha, wenn da keine Gegner stünden. Na gut. Ja, aber ist okay. Dann bleiben wir hier. Ihr habt euch entsprechend schon bewegt. Was sind denn hier eigentlich noch für Einheiten? Ah, die können da nicht gescheit rüberziehen. Die könnten sich hier drüben beteiligen. Was auch sinnvoll wäre natürlich, weil sie dem Hauptquartier hier zugehörig sind. Die Straßen sind echt unglücklich hier, oder? Vielleicht müssen wir doch mal diese Brücke reparieren, damit die schnell hier wegkommen können. Also auf jeden Fall die Brücke. Und dann, ja, machen wir auch die Brücke. Dann können die Briten nächste Runde hier rüber. Ihr könnt hier die Panzer blockieren. Könntet das schon einnehmen, aber das ist auch nicht wirklich notwendig. Ich warte noch mal, was ich mit denen mache, bevor ich mit den Briten weiterziehe an der Stelle. So, ihr rückt bitte nach. Was ist bei euch jetzt das Problem? Ihr seid dann nicht im Nachschub. Ja. Was heißt im Nachschub? Ihr seid nicht in der Kommandoreichweite natürlich. Dann zieht man erstmal nur bis Campo Basso. Die haben den Vorbereitungsangriff gefahren. Die können nicht weiter. Aber die kanadischen Panzer, die können sich hier schon mal auf den Weg machen. Und wir müssen auf jeden Fall auch das britische Hauptquartier nachziehen. Führt ja gar kein Weg dran vorbei. Vielleicht sogar hier in die Siedlung rein. Wow. Die Chancen hier gegen den Gegner sind echt nicht rosig. Ich rufe mal die Bomberunterstützung. 3 Stärkepunkte unterdrückt, hilft uns aber überhaupt nicht weiter. Ne, hilft uns gar nicht weiter. Oha, ich sehe gerade, die 16. Panzerdivision hat Pioniere. Das heißt, selbst wenn sie hier über den Fluss angreifen würde, würde sie damit natürlich den Malus ausgleichen. Allerdings haben wir Panzerabwehr. Sagen, dann ziehen wir auch ruhig mal nach vorne. Die Panzer. Ja, ich weiß nicht. Die Panzer. Eigentlich würde ich sie auch lieber hier rüberbringen als hier. Dann würden sie diese Runde hier stehen. Dann könnten sie nächste Runde erst über den Fluss gehen. Ja gut, sie könnten gegebenenfalls angreifen, wenn da ein sinnvoller Angriff irgendwie möglich wäre. Das dauert halt viel zu lange. Wenn sie hier sind, können sie nächste Runde schon irgendwie weiterfahren. Ziehen wir sie ins Zentrum. Dann haben wir gesagt, das Hauptquartier soll vorrücken. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht zu übermütig, das schon so weit nach vorne zu stellen. Ja, und dann zur Westküste hier bei Parigliano. Naja, die sind halt alle sehr gut eingegraben hier. Unterdrückungsangriff könnt ihr noch nicht vornehmen. Beziehungsweise es gibt auch gar keine Kommandopunkte mehr. Die könnten zumindest in die Berge gehen. Aber ich. Ja, puh. Schwer zu sagen, ob das klüger ist mit denen. Problem ist immer noch die Brücke natürlich. Tja, lieber die da reinstellen. Ich meine, die können von allen drei Seiten dann hier angegriffen werden. Ich würde dann alternativ mit der 56. die durchstoßende Gustav-Linie besetzen. Entschuldigt bitte. Steh, Hartmann, grüß dich. Tja, schwierige Sache. Ich mach das mal. Mal gucken. Da ist ja immerhin der Fluss dazwischen. Vielleicht hindert das den Feind daran.
da irgendwelche Spirenzchen mit uns zu treiben. Den Panzer nehmen wir schon mal ein Stück zurück, wobei der in der Stadt ja auch Verteidigungsbonus hat. Hm. 17 Fünder, nee. Geben wir euch jetzt nicht. Und das machen wir auch rückgängig. Also ihr seht es, es ist noch nicht sehr viel Bewegung drin. Na gut, ihr könnt doch schon dahin, dann könnt ihr hierher, ja, und nächste Runde dann darüber, wenn die Brücke repariert ist, in Richtung eures Hauptquartiers weiter marschieren. Hm, hätte man vielleicht doch nochmal eine Bomberunterstützung gebrauchen können in diesem Falle, aber ich bin da, wie gesagt, noch nicht so richtig überzeugt davon. Hier wäre halt ein Flächenangriff richtig gut gewesen, den wir im vorherigen Szenario hatten, aber gar nicht eingesetzt haben, weil solche Truppenkonzentrationen wie hier haben wir dort nicht zu Gesicht bekommen. Und das Risiko wäre eigentlich auch fast immer da gewesen, dass wir unsere eigenen Einheiten treffen. Jetzt sehe ich gerade, die neuseeländische Panzerdivision soll natürlich nicht vergessen, sondern an die Front geführt werden. Gut, Leute, das war Runde 1. Ach komm, wir gucken uns den Gegnerzug noch an. Aha. Das ist natürlich bitter. Sie haben direkt die Gustav-Linie überrannt. Wenn ich sehe, können wir es aber zurückerobern. Okay. Naja, immerhin etwas. Das haben sie ganz gut gemacht mit den Panzern und tatsächlich uns die Hälfte der Punkte hier abgezogen. 3 Punkte haben wir da verloren. Nachschub einer Einheit wurde unterbrochen. Okay. Und die Aufklärung des britischen Hauptquartiers wurde wiederhergestellt. Na gut. Dann werden wir uns nächste Runde mal anschauen, wie wir hier irgendwie Richtung Rapido oder so durchstoßen können. Wir müssen uns auf jeden Fall den sogenannten Brückenkopf, also die Gustav-Linie, wieder zurückholen. Ja, und dann hier nach Nordosten Richtung Sangro und Pescara mit unseren Panzerverbänden vorstoßen. Vielleicht können wir ja die Fallschirmjäger isolieren. Wir werden es sehen beim nächsten Mal, liebe Leute. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann, euer Jan.